So, gucken wir, was uns der nächste Auftrag bringt. Blup. Ja, E-Mail. Start. E-Mail. So. Oh, der erste Bunker ist aufgetaucht. Aber das machen wir noch. Wir arbeiten uns die Liste durch. Haus zur Renovierung. Erik Zubbel. Hallo, nach dem Tod meiner geliebten Frau habe ich unser altes Haus verkauft. Es war zu viel Erinnerung. Deswegen habe ich ein neues gekauft. Das muss renoviert werden. Erst einmal muss man aufräumen. Dann die Heizkörper anbieten. Ich habe keine Kraft mehr. Man möchte so schnell wie möglich aus dem alten Haus ausziehen. Das Leben dort ist zu schmerzvoll. Doch um auszuziehen, muss das neue Haus fertig sein. Zusammen mit mir werden meine beiden Töchter streichen sie bitte die Wände in ihrem Zimmer. Hellblau ist ihre Lieblingsfarbe. Bitte beeilen Sie sich, Erik so. Alles klar, Erik. Boah, das sieht ja schon wieder aus wie Sauna. Wer hat denn da gelebt? Das wird ein bisschen mehr Arbeit, glaube ich, als das Badezimmer einrichten. What the fuck? Okay. Wir räumen hier erstmal auf. Mach die Tür zu. Zack. Machen wir erstmal alle Zimmer sauber. Aufräumen, meine ich. Müll weg. Da sieht es ganz gut aus. Oh, hier sieht es schon wieder wie Sau aus. Ganz weg. Da war ich schon drin. Lässt eigentlich immer seinen ganzen Schrott hier stehen. So, da waren wir drin. Und hier müssen wir noch aufräumen. So, sehr schön. Der Müll ist schon mal weg. So, jetzt machen wir einen Raum nach dem anderen. Im Flur. Der Flur sieht eigentlich schon ganz nett aus. Den kann man, glaube ich, fast so lassen. Hier müssen wir was machen. So, Beschmutzung einigen. Fenster sind dreckig. Die müssen auf jeden Fall geputzt werden. So, Fenster sauber. Hier auch nochmal. Ich sehe aber gar keinen Schmutz so richtig. Einige liebe Schmutzer. Ach hier, Fensterbrett. Brauchen wir ja jetzt nicht so viel Schmutz. Heizung. Erstmal bauen wir eine Heizung ein. Jetzt kaufen. So, montieren. Heizung haben wir schon. So, als nächstes möchte er ein Bett haben. Bett. Solid. Das passt sogar von der Farbe. Wir lassen das Zimmer mal. Ach nee, ein schläfriges Blau will er das haben. Dann können wir das Bett auch ein bisschen bunter machen. Das passt gut zu Blau. Oder weiß. Weiß hell. Ja, das passt gut zu Blau. Aber wir streichen dann jetzt erstmal. Ein schläfriges Blau. Wände, Faden. Wo ist das schläfrige Blau? Da ist es. Diesmal kaufe ich nur zwei Töpfe. Eben zu viel gekauft schon. So, Farbe. Und los geht's. Also wird das ein Zimmer seiner, für eins seiner Töchter. Das passt gut mit dem Schäfchen da drauf zum Blau. Wetten jetzt.
Vielleicht wird es zu wenig Farbe, was ich gekauft habe. Würde mich nicht wundern. Hinter der Heizung. Und dann auch noch ein bisschen Stückkabel aufnehmen hier. Ich hasse es immer, Fenster zu streichen. Ja, noch schlimmer ist ja Fliesen legen an der Stelle. Da denkst du immer, der verbrät hier einen halben Fliesensatz nur für so eine Ecke hier oben. So. Wo fehlt noch was? Ja, passt. Na gut, noch zu wenig Farbe gekauft. So, Computertisch. Die Suchfunktion funktioniert jetzt auch am Längen besser. Screenshot. Ich wollte keinen Screenshot machen, na egal. So, Stahl. Grau. Ja, wir nehmen Grau. Grau ist okay. Wir stellen den Computertisch mal da. Bürostuhl brauchen wir noch. Der Bürostuhl. Ja, weiß. Ich will das ja so in weiß-blau halten. Finde ich von der Farbe her ganz schön. Passt ziemlich gut zusammen. Schrank Charles. Schrank Charles. Da ist er. Den gibt es auch in weiß. Sehr schön. Passt. Wie die Faust aufs Auge. Zack. Das Buffet. Das Buffet mal. Buffet mal. Buffet. Das gibt's auch in weiß, das weiß ich. Passt wirklich gut an. Computer brauchst du nicht, alles klar. So, sieht doch schon ganz nice aus. Gefällt mir. Auch die Farbe gibt es. Das ist ah, die Lampen sind auch schön in blau, das passt. Sehr schön. Tür zu. Erstes Zimmer fertig. Die Küche. Oh, Fenster reinigen. Oh, meine ganzen Staub hier weg, den ich gesetzt habe. So. Fensterbank weg. Was? Da wird schon die Nummer gezeigt. Echt krass. Schaufel ist noch nicht verfügbar. Heftig. Es wird aber schon angezeigt. Das finde ich jetzt krass. Okay. Dann darf es ja nicht mehr lange dauern, bis das Addon kommt, wenn das schon angezeigt wird. So, die Küche soll so bleiben, dann bleibt die Küche. So, dann gehen wir erstmal ins Bad. Reinige Beschmutzung. Putzi, putzi, putzi. Ich nehme noch einen kurzen Fleck. Ich sehe gerade keinen Fleck mehr. So eine Waschmaschine hätte ich gerne. Ich weiß nicht, die Modelle sind ja da. Warum bauen wir die nicht ein, dass wir die bauen können? Aber es gibt ja auch verschiedene Duschen, die zum Beispiel eine weiße haben. Ich verstehe das nicht. Heizkörperbad. Montieren wir mal.
die Heizung ist drin. Aber wo ist hier noch ein Fenster? Da ist die. Sehr schön. Aber dann haben die tatsächlich schon die Pflanzenanzahl drin. Dann kann das wirklich nicht mehr lange dauern. Ja, hier werden überall Pflanzen angezeigt. Da. Und auch hier. Schaufel ist noch nicht verfügbar, ja. Krass, krass. Ich denke mal, da wird das Garten-Addon wirklich in den nächsten Tagen kommen, wenn das schon so eingebaut ist. Weil warum sollten sie sonst schon die Pflanzen auf dem laufenden Spiel anzeigen? Fenster ist sauber. Fenster. So. Eine Heizung. Das ist ein Roller hier. So, bequemer hinsetzen. So ist besser. So, die Heizung steht auf. Das wird dann wahrscheinlich das zweite Zimmer. Ja. So, machen wir erstmal die Tür zu, dass wir den Platz haben. Wir sollen das Ganze in Grau und Himmelblau streichen. Ich glaube. Stahlgrau, Farben. Was ist denn grau? Wir sind wirklich in grau. Ist dir das, bist du dir da sicher? Dann würde ich das sogar so machen. Das Himmelblau, das grau. Ja, das ist noch dunkler. Das ist doch noch dunkler. Das geht nur zu machen. Das ist schwarz. Ja. Was willst du? Ich muss hier ja nicht wohnen. Ich sag mal, die Farbe reicht nicht aus. Und doch reicht gerade so. Gerade so. Das reicht ja mal gerade so. So, auch wenn ich es hässlich finde. So, nächstes ist dann königliches Blau. Ist das da? Wenn das eben gereicht hat, reicht das jetzt auch. Hätte ich so nicht empfohlen.
Aber manche Leute haben eben keinen Geschmack. Sehr schön. Jetzt brauchen wir Doppelbett Hermes oder wie das Ding heißt. Hermes, ja. Da ist es. Das ist das Elternschlafzimmer, glaube ich. Lila. Grau-weiß. Ja. Zu dem dunklen passt eigentlich ganz gut, ne? Dunkles Holz. Ja, das sieht ganz gut aus. Also. So. Schrank, Vira, irgendwas. Vira. Ja, wenn wir das Bett im Dunkeln haben, nehmen wir auch das den Schrank im Dunkeln. Sieht doch sonst kacke aus. Kommode bei. Mal. Okay. Kleine Kommode, große Kommode. Welche denn? Doppelte. Da. Gibt es auch eine Menge. Sehr schön. Wir machen alles in Menge. So, da kann er sich noch einen Fernseher draufstellen, wenn er mal Bock drauf hat. Das Haus. Regal. Lim. Die Namen von den Dingern. Echt zum Schießen teilweise. Also, Astrofa dahin. Sehr schön. Und das ist das Schlafzimmer. Sieht gut aus. Gefällt mir. Mit dem Grau vielleicht nicht ganz, aber besser als gar nichts. So, hier waren wir schon drin, ja. Da wo wir schon drin waren, schließen wir mal die Türen, dann wissen wir, das war auch fertig. Das war auch fertig, also hier auch die Tür zu. So, das Wohnzimmer. Oh Jesus. Hier haben sie gewütet. Eine Menge sauber zu machen. Ja, das ist mit dazu offiziell? Anscheinend. Nee, doch nicht. Eigener Raum. Gut. Die Fenster zählen mit zur Beschmutzung. Fenster rein. So, fertig. Ja, noch mehr Verschmutzung. Ich sehe hier nichts mehr. Wow, das strahlt ja regelrecht. Jetzt nochmal alles ab hier. Dann nehmen wir wieder noch ein bisschen was. Jetzt haben wir es. Montiere die Geräte an der Heizung. Nochmal. Heizung. So, sehr schön. Geht auch das Wohnzimmer. Das will er ja behalten. Oh, warum auch nicht? So. Fenster reinigen. Ach, das zählt doch nicht dazu. Okay, dann putzen wir hier erstmal. Müllreinige Beschmutzung ist weg. Fenster putzen.
Numero uno, numero due. So, haben wir. Und eine Heizung will ich, glaube ich, auch noch haben. Wo ist mein Heizungsplatz hin? Doch. Oh, hinter der Fahrt. Nee. Passt das? Nee, natürlich nicht. Das Sofa ist noch verrückt. Dreh die mal rein. Jetzt passt es. Und einmal aufdrehen und fertig. Und dann stellen wir das Sofa wieder zurück. Wir wollen hier in die Unordnung schauen. Das Sofa zu haben. Ja, so ein Bettkasten. So, fertig. Das war das Gästezimmer. So. Wie sieht drin aus? Fenster rein. Alles klar. So. Dann Verschmutzungen. Ja, da oben. Fertig. Und hier braucht man auch eine Badezimmerheizung. Kann man dann so schön seine Handtücher drüber hängen und hat warme Handtücher. Das haben wir auch. So, ich will so. Erstmal so ein Anhaltspunkt, wo ich schon durch bin. So, hier müssen wir wieder ein bisschen mehr machen. Ah, das ist für die anderen Kinder, glaube ich. Erstmal die Fenster sauber hier, damit man auch was sieht. Das Ganze eben auch wieder, wenn wir auch gereinigt haben, im Schläfrig ist, genau. Ah, Fenster sind gereinigt. Eigentlich unser super Besen hier. Denn hier Dreck noch? Jetzt ist weg. Manchmal ist das echt seltsam. So, gut. Als nächstes schläfriges Blau. Mal wieder. Stimmungsfall da. Kaufen wir ein paar mehr von diesmal. Scheißegal, ansonsten ist wieder verkauft. So, wir fangen hier an. Fenster, also gleich festhalten. Hier ist einfach mal das ganze Zimmer in dem schläfrigen Blau. Hier habe ich mir jetzt eine Farbe gekauft, glaube ich.
Machen wir die Tür zu. Streicht sich das auch an. Darf er noch ein bisschen Farbe geben? Jetzt brauchen wir aber auch erst wieder eine Heizung. Gut. Das Bett solid, mal wieder. Das passt eigentlich ganz gut mit diesen Matratzen, mit diesen Dingern. So, der Computertisch wieder. Bürostuhl mal wieder. Oh ja. Ach, da, ich seh's. Das ist doch doof. Und einmal muss ich jetzt noch so ein Ding kaufen. Wir noch? Charles. Schrank Charles. Weiß bitte. Danke. Das Buffet. Fertig. Wir sind durch. Und beenden.